Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Destroyer Humans, Folge 8. Die Insel des Schreckens. Krypto! Du wirst die Aktivitäten der Wissenschaftler untersuchen. Ich will wissen, wie die mit Majestic zusammenhängen. Amerikanische Fastfood-Sensation. Wissenschaftler der Regierung unterstützen mit gutem Essen den Kampf gegen den Kommunismus. Besorge dir die Information von den Wissenschaftlern. Sprich dein Gebet, Abschaum. Ich will dir nur helfen. Ja, genau. Was für ein Prachtexemplar. Dieses Spezialgewürz ist erfolgreicher, als ich mir erträumt hatte. Diese Leute sind jetzt völlig paranoid und unglaublich feindselig gegen alle, die anders sind. Ein ungewollter Nebeneffekt ist, Halloween, dass 78% von ihnen nun erklärte Republikaner sind. Ah, mein kleiner außerirdischer Freund. Bleib genau da stehen. Ich weiß, ich sollte dort nicht essen, weil ich sonst zu einem geistlosen Paranoiden werde. Aber diese Rhabarber-Torte ruft mich regelrecht. Heinrich, Liebling! Heinrich! Was ist das? Gott im Dein Himmel! Kopf ist wohl ein bisschen groß. Seit meiner Kindheit in Stuttgart habe ich davon geträumt, die Nahrung einer ganzen Bevölkerung mit Drogen zu versetzen. Und jetzt ist es mein Job. Ach, ich liebe Amerika. Welthauptviecher! Außerirdische! Bleib auf der Stelle stehen! Ich wusste es! Sie sind unter uns! Zurück! Zurück! Heiliger Bimba! Außerirdische! Die psychotropischen Komponenten in dieser Scheiße haben unsere Laborratten in ein Rudel paranoider Junkies verwandelt. Marsmännchen! Die Wissenschaftler sind ganz klar verantwortlich für die Ausführung von Majestics Plan zur Bevölkerungskontrolle. Eigentlich würde ich dich, die Wissenschaftler, jetzt töten lassen. Aber wir haben ein größeres Problem. Majestic nutzt die Nahrungsverkäufe, um eigene Drogen zur Beherrschung der Menschen zu verbreiten. Und es scheint zu funktionieren. Wenn alle Menschen in diesem Land paranoid und feindselig werden, dann wird unser Leben ziemlich schwer werden. Vielleicht solltest du dazu die Untertasse benutzen. Wie bist du aus dem Labor entkommen? Kommunisten! Wir werden angegriffen! Und ich zögere nicht, Gebrauch davon zu machen.
kochen auch nur mit Wasser. Wir müssen eine Linie aufbauen und sie hier halten. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich bleibe nicht hier sitzen, um entführt zu werden. Behalte deine Hose an. Ich habe gerade eine Funkmeldung bekommen. Vor der Stadt steht ein Konvoi der Armee. Mit Panzern. Gott sei Dank. Majestic sei Dank. Silhouette hat die Armee veranlasst, etwas Richtiges zu tun. Schnapp dir ein Auto und los geht's. Versuch mich aufzuhalten. Wenn ich die Konvoi von Majestic und die Armee beobachte. Mist! Majestic hat mit der Armeegruppe Kontakt aufgenommen. Das war knapp. Nun, eines ist sicher. Majestic ist für unseren Auftrag gefährlicher, als ich bislang angenommen hatte. Ich würde sagen, dass es höchste Zeit ist, einen dieser Männer in wirklich dunklem Braun zu fangen und ihn ordentlich zu untersuchen. Was meinst du? Ich schätze, du solltest landen und den Agenten zu Fuß fangen. Mit diesen Schuhen kann er doch eigentlich nicht so schnell sein. Maskulinen Kanone. Halloween, hä?
Naja, ich gehe als Kopf. Ich... Asche verwandelt. Auch gut. Ich habe noch jede Menge Papierkram zu erledigen. Komm hier hin zurück. Außerirdische! Verdammte Kinder. Ich wollte sowieso nicht. Komm schon raus, du Weltraumzecke. Dich kriege ich noch. Gib auf, Kriecher. Und bleib weg. Bis dahin und... Affenastronauten, die ihr schuld. Krypto, du wirst die Aktivitäten der Wissenschaftler untersuchen. Ich will wissen, wie die mit Majestic zusammenhängen. Amerikanische, achso. Muss ich erst die Polizei? Außerirdische! Ich warne dich! Ja, Sicherheit hat uns alles überlebt. Noch niemand hat den Kommunisten. Du hast mir nicht Exemplar. Dieses Spezialgewürz ist erfolgreicher, als ich mir erträumt hatte. Diese Leute sind jetzt völlig paranoid und unglaublich feindselig gegen alle, die anders sind. Ein ungewollter Nebeneffekt ist, dass 78% von ihnen nun erklärte Republikaner sind. Ich weiß, ich sollte dort nicht essen, weil ich sonst zu einem geistlosen Paranoiden werde. Aber diese Barbertorte ruft mich regelrecht. Heinrich, Liebling, Heinrich! Gütiger Himmel! Ein Außerirdischer! Ich habe etwas für dich! Nobelpreiskomitee, ich komme! Die psychotropischen Komponenten in dieser Scheiße haben unsere Laborratten in ein Rudel paranoider Junkies verwandelt. Ah, mein kleiner Außerirdischer! Hm?
Sei gegrüßt, außerirdisches ich Wesen. Ich wusste es. Seit meiner Kindheit in Stuttgart habe ich davon geträumt, die Nahrung einer ganzen Bevölkerung mit Drogen zu versetzen. Und jetzt? Ist es mein Job? Ach, ich liebe Amerika. Die Wissenschaftler sind ganz klar verantwortlich für die Ausführung von Majestics Plan zur Bevölkerungskontrolle. Eigentlich würde ich dich, die Wissenschaftler, jetzt töten lassen, aber wir haben ein größeres Problem. Majestic nutzt die Nahrungsverkäufe, um eigene Drogen zur Beherrschung der Menschen zu verbreiten. Und es scheint zu funktionieren. Wenn alle Menschen in diesem Land paranoid und feindselig werden, dann wird unser Leben ziemlich schwer werden. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis dann. Vielleicht.